Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Runde Planet Coaster mit euren Obert zockt. So soll es sein. Ohne lange Quatschen, unseren Schädelpark. Wir haben nun unsere 8. Folge jetzt gerade am Laufen. Und wir wollen da endlich mal fertig werden. Mit den monatlichen Einnahmen, das ist ja überhaupt gar kein großes Problem für uns, ja, wie wir das so schön gemeistert haben. Das wird das Problem werden dann mit der Parkbewertung. Ich denke mal, das setzt sich einfach aus verschiedenen Dekorationsobjekten zusammen oder wie groß der Park ist oder das kann ich gar nicht so genau sagen. Müssen wir einfach mal gucken oder schreibt es einfach in die Kommentare mal rein. Wenn es jemand weiß, dann bitteschön. Wäre ich euch verbunden, so muss ich einfach ausprobieren. Ich denke auch mal, das liegt einfach an Dekorationsgegenständen oder irgendwas. Also könnte ich mir vorstellen, dass es daran liegen wird. Na, mal gucken. Und ich muss mal kurz gucken, ob hier auch die Lautstärke ordentlich eingestellt. Aha, jetzt. Es war ein bisschen leise, deshalb habe ich vergessen. So, na, dann kannst du eigentlich schon losgehen. Genau, wir haben immer bloß nur einen bronzenen Stern. Ich habe hier vor uns gesehen, wir haben diesen Zaun hier so reingemacht. Warum der dann überhaupt aufhört? Was ist denn das eigentlich? Den könnte man ja auch kopieren, ne? Ha! Guck mal. Was ich mir weggenommen habe, einfach. Den können wir nämlich auch hier super hier dran bauen. Das wollte ich schon das letzte Mal eigentlich machen. Das habe ich wirklich vor uns durch Zufall gesehen. Ich habe jetzt auch nie gewusst, dass man den einfach rauskopieren kann. Aber dann nutzen wir das mal. Aha, aber da kostet mich was. Naja gut, ist ja egal. So, da es ja ums Dekorieren geht. Da haben die das bestimmt vergessen, wo die das Szenario erstellt haben. Den auch zu sperren. Ach so, wartet mal. Die wollen das, man kann das ja auch so ein bisschen dabei hintermachen. Naja gut, ist das hier auch so? Ja, hier ist auch ein bisschen mehr Platz. Na, dann machen wir das halt so, ist ja egal. Ich meine, wird ja auch kein Gast oder dahinter kommen und gucken und selbst wenn. Warte mal, das muss ja auch nicht ganz so bündig sein. Ist ja alles ein bisschen Western-Stil. Oh. Na gut, wir können ja bearbeiten, ist ja nicht so schlimm. Warte mal, bearbeiten. Dann nehmen wir das raus. Aha, das sehen wir aber. Holzdoppeltür-Scheune. Ach, so ist das gebaut. Na, guckt mal an. Das habe ich nämlich gar nicht gewusst, dass das Türen sind. Schön, dass ich es jetzt auch mal weiß. Falls dann nämlich mal unseren... Ach ne, warte mal, erstmal drehen. Wenn wir dann nämlich hier einen anderen Park dann wieder bauen. Nach dem Szenario werden wir bestimmt auch erstmal wieder versuchen. Oder werden wir uns erstmal entweder den Panorama-Park wieder widmen. Oder wir tun mal was ganz Neues ausprobieren. Und fangen mal parallel noch einen anderen Park an. Könnten wir ja auch mal machen. Warte mal, jetzt habe ich das hier... Jetzt muss ich das nochmal nehmen. Oder wir machen es anders. Ich nehme mir das einfach von hier drüben. Einmal drehen bitte. Und dann kopieren. Dann füge mir das wieder hier ein. Dann sieht das doch schon viel ordentlicher aus. Warte mal. Ach so, jetzt habe ich es verkehrt rum platziert oder was? Naja, ist eigentlich nie so schlimm. Ich würde es mal so machen und mal so machen. Das sieht eigentlich ganz cool aus, oder? Dann nehmen wir es mal so und mal so. Müssen wir bloß mal ein bisschen weiter... runter. Oder wir machen das dann bloß so drüben, genau. So, das setzen wir hier rein. Gehen auf Bearbeiten und nehmen bloß das Ding und das Ding ein bisschen weiter runter. Das ist halt so, genau. Okay. Dann können wir das ja auch vielleicht so ein bisschen erweitert verschieben. Mal gucken, wenn wir das hier so ein bisschen so drehen. Ne, das geht nie, oder? Ne, ja, sieht doof aus dann. Okay, ne, dann lassen wir's. Ja, dann ist es einfach ein bisschen runtergesetzt, so. Cool. Alles ein bisschen vermischt hier. Dann nochmal bitte das ganze Ding. Auf der anderen Seite unten ist sowas? Nee. Nee, auf der anderen Seite ist es nicht. Bloß hier. So, da kopieren wir uns das nochmal. Engine of Chaos hat ein technisches Problem. Nee. So, und dann wollen wir das hier mal so nehmen. Setzen es erstmal. Ach so. Doch, das Ganze. Ich wollte schon sagen, Mist, jetzt habe ich ja hier bloß einen Teil davon, aber ist ja das Ganze. So, da haben wir das nämlich gleich problemlos gelöst hier. Da können wir das ja mal rausnehmen hier. Gut, oder das bleibt einfach in den Felsen drin stecken, das ist mir auch egal. Wenn es eben rumbockt, dann... So, das auch noch ein bisschen runter. Sieht man zwar hier noch ein bisschen, aber warte mal, wir können ja auch... Können das auch einfach hier so drüber setzen. So.
Genau. Nochmal. Bisschen weiter vor noch. Wunderbar. Ja, das war nicht ganz so clever. So, guckt. Na klar, ach, da guckt einer drauf. Super. Dass wir das überhaupt weiterbauen, da könnt ihr ja schon. Jetzt hat das Ding hier ein technisches Problem. Ich hoffe, da kümmert sich bald mal jemand drum. Ihr wisst, wir haben ja Ziele zu erreichen. Teure Ziele. So. Genau, dann machen wir das Ding so. Das war's dann mit der Bearbeitung. Jetzt müsste ich nochmal an die untersten Bäden dort dran. Und das doch noch ein kleines bisschen runter. Das habe ich irgendwie gar nicht gesehen, wo die Leute da rumstanden. So, genau. Sieht ja auch ein bisschen rustikal aus, soll es ja auch. Ne? Genau. Dass hier natürlich das Ding jetzt hier drinnen steckt. Ja, ich komme hier nie rein. Ich würde es ja gern. Ah, jetzt hab ich's gerade gehabt. Warte mal. Jetzt kann man reingucken. Guckt euch das an hier. Ah, ich hab's gerade markiert, ja. So, weg, was ist es? Genau, ich kann ja auch einfach, wie ging das gleich? Warte mal, ich konnte gerade noch mehreres markieren. Warte mal. Oh Gott, warte mal. Was ist denn jetzt hier? Nee. Hey, wo ging das gleich hier? Oh, das kann ich wieder nicht. Also ich bin der Meinung gewesen, man konnte eigentlich mehreres wieder, anfassen und dann reinkopieren. Aber irgendwie ging es gerade wieder nicht. Keine Ahnung. So, das wollen wir nochmal kurz bearbeiten hier. Da muss das und das weg. Das, oh, ja. Und dann nehme ich das hier. Ich kann's nie. Nee. Ich bring's nie. Irgendwie kann ich das jetzt wieder nicht hier alles nehmen. Ich weiß auch nicht, warum das nie geht. Also hier markieren und dann alles eben kopieren. Oder irgendwie hat das wieder nie funktioniert. Das war ja, wo ich hinten das Gebäude fertig bauen wollte. Das hier, das dort hinten. Hier. Da habe ich das ja auch später erst rausgefunden, wie man das dann, dass man die Teile ja alle nehmen kann und dann kopiert einfach. Aber das habe ich schon erst später rausgefunden. Ich weiß nicht, warum ich das immer nicht hinkriege. So. Nur freilich, jetzt hat man es schön zugemacht. Hätten wir jetzt so 41% repariert, wird es ja gerade. Das sieht schon viel besser aus. Also, ja. Es geht. Es gibt zwar schönere Sachen, aber guck mal an, wir hatten ja kaum Arbeit gehabt. Das ist aber gesperrt, okay. Na, ich wollte jetzt gerade noch einen kleinen Schönheitsfehler hier ausbessern, aber okay. So, die ist zufrieden. Sehr zufrieden, sehr schön. Gucken wir mal hier in unseren Zielen nach. Die Parkbewertung 800 und hier monatlichen Profit von 8000. Das schaffen wir locker. Die Parkbewertung, das ist die hier, ne? Nee. Hier. Zufriedenheit der Gäste, Marketingbonus, Bonus für ausgeglichenen Park, Szeneriebewertung, Fahrgeschäftbewertung. Ach, aus den ganzen setze ich das zusammen. Na gut, Marketing können wir auch machen. Das können wir ja machen. Das ist für größere Parks, für kleinere, für. Ach so, und das ist dann speziell die Werbung. Marketing mit niedrigen Einfluss. Teenager, aber weniger Erwachsene, zieht mehr Familien an. Aber weniger Teenager. Ja. Sieht mehr Erwachsenengruppen. Was brauchen wir denn hier mehr? Brauchen wir Erwachsene? Sieht mehr Familien, aber weniger Teenager. Sieht mehr Teenager, aber weniger. Dann nehmen wir die hier. Das ist hier, sieht mehr Erwachsene, aber weniger Familien an. Ja, das ist ja okay, denke ich mal. So, das Gebäude ist überfüllt und das hier auch. Sehen wir natürlich gerne. Überfüllte Fahrgeschäfte sehen wir gerne. Da können wir nämlich schön die Preise erhöhen. Na gut, wenn jetzt weniger Familien kommen, da fahren, na, obwohl hier gehen ja auch viele Erwachsene drauf. Also wir haben ja sowieso keine Fahrgeschäfte jetzt nur so für Kinder oder so. Das ist ja gut, sieht es voll aus, ich gehe woanders hin. Nach Gulpi muss ich mal, Zufriedenheit der Gäste, da sind sie ja eigentlich, oder? Ja, nicht ganz, ne? Irgendwie gibt's hier noch was, wo die ja rumnürscheln. Warum? Was ist denn jetzt hier überhaupt? Dieser Park ist klasse. Naja, dann sagt das mal hier den Leuten, die unseren Park einschätzen und bewerten. Ich finde den nämlich eigentlich auch klasse, aber irgendwie ist ein bisschen schwierig mit der
Wenn ich jetzt die Bänke sehe. Erstmal zu Ende. Ey, was ist denn das? Erstmal zu Ende sprechen ist ein bisschen schwierig mit der. Na, sag schon, ich hab's vergessen. Ist egal. Ich sag's einfach nie und. Ich hab's wirklich vergessen. Irgendwas wollte ich gerade erzählen, aber. So, da setzen wir dort eine Mülltonne hin. Da können wir ja noch hier eine hinsetzen. Das sieht ja so aus, als müsste es hier reingehören. So. Und dann dort eine hin und dann. Was macht der hier? Der guckt einfach los. Mit den Bänken, ja. Tun wir mal dort eine hin. Das ist ja auch noch nicht ganz so richtig fertig hier. Können wir. Weiß ich nicht, hier noch eine hin oder so, oder? Naja, das ist ja doof irgendwie. Das ist blöd. Diese ganze Müll, ja, ich weiß. Das stört mich auch. Wo ist denn jetzt schon wieder hier was kaputt gegangen? Mein Gott. Warum macht denn ihr alles kaputt? Seid denn die ganz. Aha, jetzt wird schon gemeckert. Na eben, ey. Das Ding zu zerstören hat mich etwas beruhigt fürs Erste. Warum? Wieso überhaupt was zu zerstören? Warum beruhigt dich das? Arbeitslast niedrig, ey. Und überall liegt der Müll rum, ne? Da sträuben sich die Berge auf. Bei mir. So, jetzt gucken wir mal hier kurz im Überblick. Was haben wir denn hier alles? Sieht ja ganz okay aus. Ist ja alles ganz. Es ist ja nicht mehr ganz so viel los. Aber die Läden sind trotzdem besucht. Schön. Die Warteschlangen gehen. Hier ist natürlich jetzt nicht mehr so viel los, ne? Aber das ist klar, das tut sich dann immer irgendwie verteilen. Die können ja nicht überall gleich viele Leute immer sein. Was, ein Riesenrad hier rein? Ich finde, das passt irgendwie überhaupt nie. Das Ding eigentlich ohne her, Leute, oder? Ich meine, das ist eigentlich. Diese Cube? Nee, das können wir nie machen. Müssen wir mal gucken, ob wir hier in der Forschung irgendwas haben. 22% zieht das gleich runter, ne? Mein lieber Scholli. Attraktionen, Läden, Gäste. Ach, hier. Hier sehen wir es ja. Zufriedenheit, weil sie Hunger und Durst haben, die meisten. Naja, das lässt sich ändern. Ist ja kein Problem. Dann bauen wir hier eben noch mehr Fressbuden rein und alles mögliche. Ah, hey. Hier ist sicher einfach ein Gebäude. Die habe ich. Die gucke ich mir natürlich genauer an. Kann ich das so einfach kopieren? Ne, ich darf das bestimmt nicht bearbeiten. Ne, das geht nicht. Ah, 12 Objekte bloß, ne? Sowas, das ist was für mich. Oh, jetzt hat's aber gerade ein bisschen in der Grafik gegangen hier. Naja, was bauen wir denn da hier noch vor Läden hin? Looney Bloons können wir machen. Da bauen wir hier einfach weiter, ne? Machen wir jetzt hier einfach so. Zack. Pizza, genau. So, Pizza. Der Pizza Ben. Aber jetzt nicht direkt vor der Bank hier. Ja. Machen wir es einfach so. Pizza Ben dorthin und dann, was brauchen wir noch so? Was haben wir hier noch? Chief Beef, Cosmico Milkshakes. Was haben wir hier? Achso, wir haben jetzt hier drüben. Ne, was war das hier? Das ist, Gulbi Slushy. Dann brauchen wir nochmal einfach Soda, einfach nur Wasser. Haben wir hier. Warte mal, ich muss auf dem Raster hier weiterbauen. Energy, nie Slush. Nee, Soda. Mit dem Tränen? Achso. Ist jetzt blöd, wenn ich hier stapeln, ne? Ich muss stapeln. Nee, wir wollen ja keine Experimente machen. Wenn das unser eigener Park wäre, ja. Aber nie, wenn ich hier. Ah, jetzt hat es nie gesetzt. Ein Diebstahl. Wo ist denn das? Welche Ecke haben wir denn hier noch nie? Ach egal, ich habe jetzt keine Zeit. Wir müssen jetzt erstmal hier drum kümmern. Jetzt um die Gebäude hier. Oh, hier geht's schon los, ne? Die haben ja alle Hunger und Durst und kriegen ja in meinem Park hier nichts zu essen, nichts zu trinken. Okay, also Wand, Kalkstein oder was war's? KLK. AL meine ich, Entschuldigung. So, ist es auch Kalkstein? Ich möchte jetzt das Gebäude hier bitte nachbauen. Fast identisch. Ja. Ist es das? Ist egal, ja, ich glaube schon. Sieht auf jeden Fall gut aus. So, das wollen wir jetzt auch hier hinbauen. Zack. Und bams. Und schwupps. Gut, so. Okay, dann machen wir die Hütte aus Holz, oder? Machen wir die einfach alle so? Ich weiß es nicht. Ja, wir bauen erstmal die hier. Wir machen erstmal eins nach anderen hier. Wir bauen erstmal die. Das wird so eine kleine Hütte und die. Achso, die auch.
Oder? Ja, da machen wir es andersrum. Da wird die klein und die machen wir ein bisschen größer hier einfach. So. Da kommt auch nichts mehr dran. Oder wir machen es einfach so. Genau, machen wir es so und dann so zu das Ding hier. So, das passt dort rein. Optimal. Das wird klar alles Enggebäude hier. Das machen wir auch zu. Und das andere, das bauen wir danach. Das machen wir aus Holz. So, dann wollen wir einfach nur... Wir machen die auch so ein bisschen spartanisch hier. Machen wir mal... Wartet mal, kurz überlegen. Naja, wohl. Wir wissen ja, wie es geht, ne? Machen wir es so. Dann machen wir das so. So. Dann gucken wir mal nach dem Dach hier. Wo sind die Dächer hier? Da brauchen wir jetzt aber diese komischen Eisendächer hier. Genau, ist es das? Ja. So. Die sind ja aber groß. Ja, oder wir machen das so. Genau. Oh, das ist ja das flache Dach hier, genau. Na, dann können wir das auch so machen. Das passt nicht. Warum passt das nicht? Oi. Ach, die Musik macht mich fertig mit dem Hund. Ah, das ist doch dasselbe Dach, oder? Aber halt einfach ein bisschen... Ah, seht ihr das? Das passt halt nicht, ne? Es ist halt hier irgendwie eine Lücke noch. Das können wir ja nicht lassen, so. Das hier? Ja, nehmen wir das halt. Das spielt auch keine Rolle. Kommt das alles weg hier? Der Quatsch. Das nehmen wir halt hier so ein höheres Dach, ne? Ja, ist egal. Sieht auch cool aus. So, warte mal. Ach nee, das ist jetzt das ganz flache. Das müssen wir nehmen. Jetzt so bündig, ne? Ja. Genau. Gut, und hier machen wir einfach, ja, das passt nun nicht ganz. Warum auch immer. Warte mal. Okay. Na, mal gucken, wie es aussieht. Leute. Mal gucken, wie es aussieht, ja? Kalk, KLK. Ah, mein KLK, der ist doof. Wenn ich so schreiben würde, dann macht es ja jedes Mal nicht. Nee, wir machen das schon jetzt hier so hier. So, das. Ich hasse das, wenn das so aussieht. Das mache ich nie rein. Warte mal. Oh nee, ist es jetzt wieder hier? Nee. Ich dachte schon, es wird jetzt wieder ein Riesenproblem werden hier. Die Dächer, also die Dinger hier fertig zu bauen. So. Genau, na los. Ja, das war doch schon richtig so, genau. Das ist so die Hohe, wartet mal, wir müssen doch hier so ein halbes finden, genau. Naja, dann, warum ist denn das jetzt immer so komisch? Steht das nicht? Was ist denn das für ein komisches Dach, dass das dort gar nicht so eigentlich drauf passt? Bitteschön. Nehmen wir mal Filter raus. Gerne mal ganz runter. So. Kryptadach, das haben wir noch nie. Was ist das hier? Ne, das passt leider nie rein, aber... Das ist einfach nur so ein Dach, genau. Oder das. Naja, dann nehmen wir halt das, da egal. Sieht doch cool aus, genau. Dann nehmen wir so noch so ein kleines Ding hier dran. Ach nee, warte, na mal gucken. Ich bin ja gespannt. Ob das funktioniert. Ob das hier so reinpasst. Oh ja, passt. Gut, nun dann sieht es ja toll aus. Außer dass es hier absteht, aber ist doch egal. Genau. So, da haben wir jetzt hier noch das hier. Da können wir das ja noch... Na. Könnten wir ja noch so machen. Das ist so wie so ein Rahmen noch ringsrum hier. Genau. Genau. Also doppelt gemoppelt. Ach nee, nie doppelt gemoppelt. Wartet mal. Zurück. Ah nee, Y war's. Ach so. Lass mal so, ist doch egal. So, geht wird das hier nochmal heller, sag mal? Ja. Das schon hier. Okay, jetzt brauchen wir erstmal schnell Werbung. Was haben wir hier noch? Ah, hier sind wieder diese komischen Dächer hier. Das haben wir eingenommen. $3.500, das ist toll.
Warte mal, das sind Kachelfuhrtasche, das nützt uns nicht. So, jetzt haben wir hier Gulpi. Gulpis Erfrischungsgetränk. Genau. Das ist Looney Blues und Pizza Pen. Bam. Chief Beast Cosmico. Nö. Dann nehmen wir Erfrischungsgetränk. Genau. So. Pizza Pen müsste da eigentlich auch hier gleich sein. Haben wir hier. Genau. Ups. Oh Mann, ey. Manchmal ist es so weit raus halt manchmal hier. So, da sind wir gleich immer hier an der richtigen Sache dran. Ne, das sieht doof aus. Wie? Wartet mal, Leute. Ich will mal, bloß mal kurz gucken. Ja, die haben ja dieses Gerüst ringsrum gebaut. Genau. Und einfach noch so eine, gut, so eine Tür so. Und einfach so, dass das halt so ein bisschen spartanisch aussieht. So will ich das hier oben machen. Wenn wir immer gerade im Menü sind, gehen wir erstmal schnell zu den Fenstern. Aha, da könnten wir ja auch sowas dran machen, oder? Wie sieht das aus? Wie sowas? Nee, das sieht zu toll aus. Nehmen wir hier so eine Tür ran. Einwandfrei. Ideen muss man haben, ne? Wie die das so als sich ausgedacht haben hier, als sie den Park hier gebaut haben. Das ist irre. Dass das dann auch so gut ausgesehen hat und sich das gedacht haben, so, oh ja, das, so können wir es lassen. Nee, das passt ja überhaupt nicht dazu, warte mal. Alte Holztür. Holztür. Irgendwas anderes. Holztür. Breit, ordentlich. Können auch ruhig irgendwelche andere Fenster mal nehmen. Nehmen wir halt mal die, ne? Genau, so. Und ruhiger damit. Wupp, genau. Passt. So, jetzt da drüben noch eins hin. So, schwupps, das ist ungefähr die Mitte. Passt. Einwandfrei, du, da machen wir uns doch hier keinen. Kein hier. Da brechen wir uns jetzt kein Bein. Da können wir hier auch noch. Na, machen wir hier mal Sinn. Kalender hier dran. So. Passt, da machen wir noch Pflanzen rein. Nee. Hätten wir vielleicht hinten drin machen. Ja, egal. So, da haben wir hier noch solche Holzdinger. Da können wir bestimmt auch was anderes Cooles damit machen. Aha. Bauen wir die hier noch so rein hier. Ist ja was los da drüben? Ja, seht ihr das? Die ganzen Leute. Machen wir das einfach so hier noch ran. Genau. So, als kleine Abgrenzung noch. Genau, so. Basta. Ist okay. Aber mehr wollen wir jetzt hier nicht dran rummehren. Das wird dann auch zu aufwendig. Oh, jetzt muss ich auch mal kurz husten. Warte mal, wir wollen doch hier in der. Ach nee, die. Also zum Beispiel die Tür finde ich halt auch cool. Aber die hat halt überhaupt nicht dran gepasst, ne? Wo ist denn hier diese Holztür? Diese. Machen wir mal, die einfach dran, ist ja egal. Ah ne, wir können aber keine verschiedenen Fenster dran machen, das geht nicht. So, hätten wir das schon mal gemacht, das ist, haben wir auch, das haben wir noch nie. Bam, gucken wir mal, ich wollte jetzt hier Säulen, was haben wir an Säulen noch? Diese Betonsäulen, ne. Eigentlich wollte ich noch... Ah, ne, verkehrt. Warte mal, ich will bloß mal kurz gucken. Ich will bloß mal kurz gucken. Verkehrt. Was wir hier so haben. Hatten wir nicht auch einfach mal Holzbalken oder so? Beton? Kommt denn ihr auf Beton, sagt man? Das ist da aber nie bei Szenerie, das müsste da eigentlich auch hier sein, oder? Das Piratensegel, oder? Oh, das ist noch feste, das Zeug. Hm. Könnten wir das auch also so dran machen, oder? Ah ne, das sieht ja doof aus. Das sieht ja aus wie so eine... Wie haben die das so drüben gemacht? Die haben das so dran gesetzt. Naja, gut, ja. Könnte man ummachen. Muss man jetzt nicht. Wir haben das eigentlich schon so relativ schön gebaut. Das können wir dann hier drüber machen. So, dass mir das so alles... Sag es mal, altes Holzgebäude wird. Also, oder irgendwie, dass es gerade im Bau ist noch oder irgendwie.
Ja, dann machen wir das so. Dann setzen wir es einfach nochmal so hin, genau. Das ist neu gebaut, das lassen wir aus uns direkt. Nee, machen wir nicht. Ja, hier fährt noch irgendwas dran. Und das geht jetzt alles in die Szeneriebewertung ein, ja? Hoffe ich doch. Wir machen das ja hier nie aus Spaß. Und ich mache das auch nicht, um euch schön zu langweilen. Sondern weil es uns auch Spaß macht. Wir müssen aber dann noch den Weg dort breiter machen. Nee, das ist irgendwie, passt das nie, oder? Das ist mehr so. Nee, das passt ja nie ran. Nee, passt auch nie. Das ist so massiv, sag ich mal. Hier muss es doch eine gescheite Lampe geben, dass mir jedes Mal diese. Oh, der ist viel zu groß. Ja, es hat ja keinen Sinn, wenn wir hier so ein Ding dran machen, aber hier macht es Sinn. Genau. Ach, ich freue mich schon auf unseren eigenen Park dann. So, also den hier fertig zu bauen oder zu managen macht natürlich auch viel Spaß. Aber ich freue mich trotzdem schon, wenn wir dann. Wenn es dann soweit ist und ich sagen kann, so Leute. Jetzt geht's wieder los von vorne. Wir fangen in unseren neuen Park an und dann, wenn wir dann keine Lust mehr haben, dann tun wir dann einfach wieder. Dann tun wir da einfach wieder hinher switchen. Wir können ja auch Panorama parken und gleichzeitig noch was anderes bauen. Das ist ja auch nicht so schlimm. Ich frage mich, wo es die Pfosten gibt. So, warte mal, ich überlege bloß gerade kurz. Ob ich jetzt so viel Aufwand betreiben will und überall die Dinger dran baue. Ja, Moment, hat die gerade gesagt. So. Freilichrott. Genau. So, ihr wisst, was jetzt kommt, aber ich lässt es auch nicht vermeiden. Der Krach hier, ey. Hinter mir. Ich muss jetzt natürlich noch die Balken jetzt der Quere setzen. Das war unter. Das waren wirklich Balken, glaube ich. Oder wir gucken mal, was wir noch so finden. Wäre natürlich schön, wenn wir den in der Farbe hätten, wie ich den gerade gesetzt habe. Oder wir nehmen solches Zeug halt. Müssen wir mal schauen hier. Oder das ist ein bisschen dunkel leider. Oder sowas hier noch dazu irgendwie. Das habe ich immer gerne genommen bei den Märchen. Bei den Märchenzeugs habe ich das immer gerne mit reingenommen. So ein bisschen hier so, ja. Muss man ja nicht überall machen, bloß so ein bisschen. Das halt so aussieht, als ob. So, genau. Bisschen höher auf der einen Seite, bisschen niedriger auf der anderen Seite. Ist ja nicht so schlimm. So, hier ein bisschen. Genau, geht schon. Okay, und wenn wir das jetzt hier so machen, sieht das natürlich total beknackt aus. Dem, dem, dem. Dem, dem, dem. Was ist denn das hier? Krasses, aha. Naja, gut, Balken war es wohl nie, dann vielleicht doch unter FP. Kann ich den drehen? Nee, also schon so kann ich ihn drehen, aber nie am. Ich kann ihn jetzt aber nie hier am Gebäude anfügen. Aha, aber ich kann ihn jetzt nie irgendwie. Nee, das geht nie. Dann müssen wir wahrscheinlich unter Szenerie gehen. Dann unter allen. Und dann. Aha, hier haben wir sie schon. Ah, nee. Dann vielleicht hier unter Pfosten oder so. Haben wir hier irgendwas? Pfosten? Kommt hier dieses. Was haben wir denn hier alles? Nee. Ja, da passt denn hier rein. Und dann unter Balken? Balken? Hier? Ach, Westernbank? Nee. Ganzer Baumstamm? Nee, nützt uns nicht. Hm. Das ist ja komisch. Wo findet man denn da. Leute, wo findet man denn da bitte das Zeug? Also, ich meine jetzt hier dieses. Dieses Zeug hier. Ihr wisst schon. Das ist aber jetzt merkwürdig. Wenn ich einfach Holz eingebe. Und dann unter Wände suche oder irgendwas. Jetzt sind wir hier im freien Baumodus. Das geht nie. Wir müssen da weiterbauen. So, der Filter ist noch drinnen. Genau. Ah, ja, das ist Zeug weg. Ich dachte, man sieht es dann noch. Das ist ja auch komplett
nah dran gesetzt. Schade. Aber ich kann das ja nicht so stehen lassen. Also es muss schon. Ich muss es schon so rumsetzen, ne? Naja gut, das sieht ja auch ein bisschen fiesch aus. Dann machen wir einfach oben noch hier so einen Deckel drauf. Wie sieht denn das hier aus, wenn ich das hier... Ja, okay. Ja, genau. Ja, das sieht cool aus. Hier mit solchen Dingern dran auf immer an der Seite. Da fragt sich jeder, hey, wie geht denn das? Also ihr wisst natürlich, wie es geht, aber fahrt jetzt kein weiter. So, dann haben wir das hier noch drauf. Genau, und da hätten wir es erstmal. Das sieht cool aus. Das ist mir mal gelungen. Können wir das noch ein bisschen tiefer setzen? Immer. So, genau. Also das ist wieder dieselbe Höhe. Ja, alles klar. Alles klar. Opa hat zockt, ist schon gut. Ist schon gut. Verarscht es manchmal ein bisschen selber gerne, hä? So. Okay. Naja, gut, dann sieht das ja erstmal ganz nice aus. Und das ist jetzt mit in die Bewertung mit eingeschrieben. Ja, 672. Vorsicht, jetzt könnte gleich mein Stuhl wieder knacken. Ups. Marketingbonus haben wir jetzt 43. Haben wir jetzt ein nächstes Ziel erreicht? Ach, 800 und dann 1200, ey. Oh, das ist nochmal so viel, dann mein lieber Scholli, ey. Das ist aber echt. Das ist echt viel, finde ich. Also. Aha, das sind solche Zinndinger. Holz, irgendeine Stützen. Ja, die habe ich ja schon die ganze Zeit platziert. Naja, die kommen ja einfach. Aha, naja. Ich suche eigentlich Balken oder sowas, aber irgendwie gibt es das hier nicht mehr. Ist ja nicht gesperrt für das Szenario. Ich weiß bloß nicht, wo ich sende. Ich verstehe es eigentlich gar nicht. Habe ich das irgendwo anders? Hängen die irgendwo anders hin? Ja, die Balken ist da gut. Ah, ich kann das nicht bearbeiten, ne? Oh ja, das geht. Ach, Holzpfosten? Hä? Na, dann kopieren wir den mal rüber, bitte. Aha, naja, gut. Ja, gut, das bringe ich. Oh, ich meine, der Quere lang. Da ist eigentlich gar nicht so viel dran in so einem Gebäude, ne? Hier unten das? Kann ich das überarbeiten, das Gebäude? Nee, das geht nie. Wir haben das bestimmt vergessen, einfach nur... Oh Gott, das ist ja furchtbar aus. Wir haben das bestimmt einfach vergessen, bloß, zu sperren. Ah, naja, gut, man sieht schon, dass ich nie so richtig Ahnung habe. Alles, was fertig gebaut war, sieht top aus. Und mein Zeug, das sieht immer so ein bisschen, naja. Naja, da hat es halt Mühe gegeben. Kann ich hier irgendwas anfassen und bearbeiten? Nee. Das ist aber sehr gefragt, das Teil hier. Jetzt krabbelt es mich noch mal im Köppel. Naja, gut, es geht schon. Also wie gesagt, die Balken jetzt wäre noch schön, die zu finden. Ich finde halt bloß die meine ich aber eigentlich nicht. Das eigentlich meine ich die nicht. Weil das sieht halt ein bisschen anders aus, ne? Können wir auch nehmen. Oh nee. Kamera gedreht und trotzdem schon weiter. Also eigentlich gibt es noch solche, also wenn ich mich jetzt hier nicht komplett täusche, gab es noch solche Balken, die sahen fast so aus wie die hier, wie die mir hier hochkant hingesetzt haben. Na gut, dann machen wir das halt so. Ja, das reicht. Machen wir hier noch einen hin. Und jetzt nochmal ganz stylisch hier mit der Kamera hier unten runterfahren. Oder wir machen das. Ah ne, warte mal, das war verkehrt. Ah ne, oh Gott. Na, war's so. Dort einen hin, genau. Dann tun wir den hier. Ich bin einfach nur zu faul, den zu platzieren, dann mit der. So, genau. Ja, haben wir es ein bisschen aufgestylt. Sieht schon cooler aus. Kann ja, darf ja auch so aussehen. Ist ja halt Western-Style, ne? Western-Style. So, dann gehen wir noch schnell in die Szenerie. Ich guck zwar auf die Uhr und sehe, die Zeit ist schon wieder vorbei, aber ich habe trotzdem noch Lust, hier irgendwas hinzusetzen nach irgendwie, in Baum oder irgendwas. Und die Büsche halt. Genau hier, meine Lieblingspflanze. Eine Gelbkiefer. Herrlich. Dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen so Zeug hier reinkriegen irgendwie. Passt komplett wieder natürlich zu dem Gebäude dazu. Das gibt's nur mit Kraut. Aber ich lade das ja nie hoch oder so, von daher lasse ich es jetzt einfach.
Jetzt ist unser Park wäre, also oder den Park, den hier, der gebaut wird von mir, hätte ich das natürlich jetzt noch abgewählt, das Gebäude erst und so, dass dann wirklich, falls ich das mal hochlade, dass das frei liegt, aber so lasse ich es halt einfach. Ist ja egal, das können wir natürlich nie nehmen, das ist ein bisschen zu bunt und zu grün für die Gegend hier. So, genau. Okay, Leute, haben wir da wieder ein Stückchen geschafft, guckt mal, ist so schön geworden. 95 Objekte zusammen, kriegst du ein kleines Gebäude mit Pflanzen und allem drum und dran. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Haben wir wieder viel geschafft. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, Obat zockt. Wir machen unseren Park hier noch fertig und dann, bis dahin haben wir dann wahrscheinlich schon abgeklärt, was wir als nächstes machen. Ob wir einen neuen Park starten oder ob wir Panorama-Park weiterbauen oder vielleicht einen Karrieremodus weiter durchziehen. Lasst euch überraschen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Sonst könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!